Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute zeige ich euch, wie ihr hier oben rauf könnt. Also, wie ihr wirklich Mario Odyssey im Cascade-Königreich komplett zerstören könnt. Dass das Spiel gar nicht mehr weiß, was gerade hier passiert. Und bevor das Video losgeht, wollte ich nochmal sagen, falls du noch kein Abonnent bist, dann bitte abonniere, du wirst nichts verpassen. Hier kommen in nächster Zeit noch richtig geile Videothemen. Auch zu anderen Spielen, aber auch ganz speziell noch zu Mario Odyssey. Einige Thematiken, Glitches und lustige Easter Eggs. Und das Gute an dem Glitch ist, ihr könnt ihn direkt machen, weil Cascade-Königreich ist das zweite Königreich, nachdem das Spiel begonnen hat. Also, ihr seid ungefähr nach 5 Minuten seid ihr schon hier. Und da geht's auch schon los. Ihr dürft nicht in den Chain Jump rein und diesen kleinen Fels zerstören, wo der erste Mond drin ist, damit diese Brücke runterfällt. Nein, ihr müsst versuchen, ohne die Brücke rüberzukommen zur Odyssee. Aber Leute, Nintendo war so klug und hat eine unsichtbare Mauer dort platziert. Ihr kommt also nicht dort einfach so vorbei. Ihr knallt immer gegen eine unsichtbare Mauer. Aber natürlich kann man die auch irgendwie umgehen. Und ihr müsst genau an der Stelle, wie ich es hier mache, einmal Cappy schmeißen. Und wenn Cappy dann zurückkommt, müsst ihr springen. Dann macht Mario aus dem Wasser einen erhöhten Sprung, den er sonst nicht machen würde. Den macht er komischerweise nur, wenn Cappy zurückkommt nach einem Wurf. Dann wiederum wieder einen Wurf nach vorne, ein Cap-Dive-Sprung auf Cappy, denn genau an dieser Stelle ein Wandsprung und dann könnt ihr wieder mit einem Hechtsprung versuchen, so wie ich an der Stelle, durch die unsichtbare Wand zu klippen und dann habt ihr es schon geschafft, dann seid ihr schon im Glitch und könnt es machen, was ich euch zeige gleich. Und zwar denkt das Spiel, ihr habt die Odyssey noch nicht gefunden und habt die Brücke auch noch nicht aktiviert und ihr könnt diesen Bereich eigentlich noch gar nicht erkunden, aber könnt ihr halt schon. Ihr könnt sogar die Checkpoint-Fahne aktivieren, ihr könnt zum T-Rex gehen oder aber auch, Leute, und jetzt kommt's, ihr könnt zum Boss gehen. Aber das ist nicht der Bosskampf, wie ihr ihn kennt, sondern wenn ihr oben angelangt seid, seht ihr sie oben einfach mit ihrem goldenen Chain Jump. Sie steht dort einfach mit dem Rücken zu euch und der Bosskampf wird nicht getriggert. Sie geht einfach Gassi mit ihrem Hund und ihr könnt einfach dazusehen und könnt sogar in den Chain Jump reinlaufen. Und er hat keine Kollision, also keine Hitbox, ihr könnt durchlaufen. Also es ist nur eine leere Textur, die da einfach so in der Welt ist. Bei Madame Brudal sieht das aber anders aus, Leute. Da hat Nintendo aus irgendeinem Grund schon ihr eine Hitbox gegeben, die euch auch Schaden bereitet. Obwohl es nicht mal der echte Bosskampf ist, hat Nintendo aus irgendeinem Grund die Eigenschaft gegeben, dass wenn man sie berührt, dass man Schaden kriegt, obwohl Nintendo diesen Bereich eigentlich absperrt. Also ist es irgendwie ein Widerspruch in sich oder ist es eventuell nur das Modell von dem Bosskampf an sich, dass sie das Modell einfach da schon eingefügt haben? Das ist halt die Frage. Außerdem kann man noch oben auf die Brücke rauf, die eigentlich runterfällt, ja. Da kann man einfach oben drauf rumlaufen. Als wäre nichts los, also echt so ein riesen hoher Punkt da und man hat einen guten Ausblick. Bei der Odyssey steht sogar auch, dass man 5 Monde braucht und da ist die Sache, man kann leider noch nicht mit der Odyssey losfliegen. Man muss wirklich diesen einen Mond in diesem Fels einsammeln. Aber wirklich, es ist lustig zu sehen, dass das Spiel einfach so verwirrt ist und gar nicht weiß, was man jetzt macht, wieso man hier ist und einfach manche Sachen noch gar nicht geladen sind. Das soll es heute gewesen sein mit dem kleinen Glitch. Ich fand das einfach mal lustig. Ich wollte euch das vorstellen. Ich habe es dann probiert. Ein Abo wäre ganz nice, Leute. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.